Wir kommen zu dem dominierenden Thema im Moment, die heißen Temperaturen und die Trockenheit. Die Stadt Bern hat heute entschieden, heuer gibt es kein 1. August-Feuerwerk auf dem Gurten. Und die Grossverteiler Migros und Coop stoppen den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Mauro Spani. Es ist das Highlight der Stadt Bern am 1. August. Das Feuerwerkspektakel auf dem Gurten. In diesem Jahr bleibt aber die Rakete am Boden. Und genau dort ist das Problem. Der Boden ist wegen der Hitze trocken. Seit gestern gilt darum in vielen Regionen im Kanton Bern ein Feuerverbot im Wald und 200 Meter vor dem Wald. Aus dem heraus zieht auch die Stadt Bern seine Konsequenzen. Das 1. August-Feuerwerk auf dem Gurten gibt es heuer nicht. Wir kennen die Situation auf dem Gurten. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sind immer näher beim Wald als 200 Meter und können es einfach gar nicht verschieben. Wir haben alles geprüft und geschaut, ob man den Standort schieben kann, ob man das, die Mindestanforderungen einhalten kann. Aber es geht schlichtweg nicht. Und darum ist der Fall eigentlich so klar, dass wir es müssen absagen. Ja. Ebenfalls absagen muss die Stadt das Höhenfeuer auf dem Gurten oben. Wer es am 1. August selber klepfen will, findet nicht mehr überall Feuerwerk zum Kaufen. Coop und Migros haben ihr Feuerwerk aus dem Sortiment rausgenommen. Migros Aare hat sich heute Morgen entschlossen, den Feuerwerksverkauf generell einzustellen. Das, weil eben auch die Wetterprognose auf dem Ende her nicht wirklich eine Entspannung versprechen, sondern eben eher noch von einer Zuspitzung dieser Situation reden. Zugespitzt hat sich die Situation auch im Kanton Freiburg. Der Kanton ruft heute die Bevölkerung zu höchster Vorsicht auf beim Ablassen von Feuerwerk. Ein Aufruf an die Bevölkerung macht auch die Gemeinde Brienz. Neben der Waldbrandgefahr wird jetzt auch das Wasser knapp. Die Trinkwasserquellen sind stark zurückgegangen. Vor allem am Abend soll man sparsam mit Trinkwasser umgehen. Zurück zum Gurtenfeuerwerk. Auch wenn schlussendlich niemand etwas dafür kann, das Feuerwerk auf dem Gurten am 1. August wird den Leuten fehlen. Ja, der Anlass wird beschnitten, das ist klar. Also, es ist so, für viele ist das Highlight vom 1. August, das grosse Feuerwerk. Und, aber es ist eine Tatsache, die man in die Augen schauen muss. Das kann man nicht beeinflussen. Wir nehmen das so her, wie es ist. Wir sind jetzt am Planen für das 19. Also von dem her nach dem 1. August bis vor dem 1. August. Sei es Schwingen, Grillieren oder Musik, die Stadt Bern bietet nach wie vor ein Programm an für den 1. August. Grünes Licht gibt es aber erst am Montag. Dann wird die Lage der Trockenheit vom Kanton neu beurteilt.